Die EU befindet sich in einer kritischen Phase. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren deutlich gesehen, dass wir uns in Europa nicht mehr selbst versorgen können. Das hat sich an den fehlenden medizinischen Gütern und Arzneimitteln in der Corona-Pandemie gezeigt und nun auch wieder bei der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten. Die EU muss aber zeigen, wie sie für die Menschen in Europa da ist. Das geht nur, indem wir wieder mehr Produktion nach Europa zurückholen und die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern auch in Krisenzeiten sicherstellen. Und das geht nur, indem wir unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umstellen. Mit dem Green Deal hat die EU-Kommission bewiesen, dass sie den Klimawandel ernst nimmt. Insgesamt sollen 1.000 Milliarden Euro mobilisiert werden, um Europa klimafit zu machen. Das ist eine unglaubliche Summe, die auch dafür reichen muss, die Energiewende zu schaffen. Aber mit dem Bau von neuen Windrädern und Solaranlagen allein ist es nicht getan. Die Energiewende und der Green Deal können nur funktionieren, wenn auch die soziale Nachhaltigkeit gedacht wird. Die Menschen dürfen nicht vor der Entscheidung stehen, ob sie Lebensmittel kaufen oder die Heizung aufdrehen. Im Gegenteil, die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die Preise für Energie und Lebensmittel leistbar bleiben. Das geht aber nur mit einer Politik, die Augenmaß hat und Hausverstand. Und genau dafür muss sich die EU jetzt stark machen.